Wartet mal, ich muss hier Orientierung. Na gut, ach die alle Waffengewalt. Muss erstmal reichen. Ja, Droni, mach mal ein bisschen Platz. Ich bin in Bedrängnis. Warte mal, ich versuche erstmal hier so. Boah! Droni, das kannst du jetzt nicht machen. Ich bin ein bisschen angespannt. Warte mal, ich muss mal nachladen. Dankeschön. Du musst hoch runter. Du gehst runter, Mädel. So nicht, Leute. Ich habe da unten gerade Massaker angerichtet. Ich mach euch weg. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Carbin. Ja, wir sind hier immer noch bei Jen in der Wüste. Wir haben hier eine 5er Quest angenommen. Natürlich wieder, es geht heute hoch hinaus. Da haben wir das. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Aber ist egal. Warte mal, Droni, komm mal kurz her. Also, wenn du möglich machen kannst. Ich könnte dich ja, weil du ja doch ein wenig vollgepackt bist, so notmäßig aushelfen. Dann kann ich mich ein bisschen was bei ihren stapeln, wenn es nötig sein sollte. Nur mal so nebenbei, so leicht. Das Schöne ist, ich muss natürlich direkt davor landen. Warte, ich werde jetzt so schön mich auch mit Munition und so eindecken. Alles, was so geht und dann, wie gesagt, schieße ich so auf den Mond. Hoffe ich doch. Die Munition macht es. So. Den Rest nehme ich aber mit. War ich werde auch nochmal schnell nachschauen. Ja, gut. nicht sehr viel Platz, aber Witze machen. Wen ja mitschleppen, Carbin. Eine sehr, sehr gute Idee. Ja, shit, mit den Spaten, das passt mir überhaupt nicht. Aber ich werde jetzt erstmal schnell nachschauen. Genau. Ditte. Ne? Und vielleicht schauen wir ja dann endlich mal ein bisschen Armeezeug mir einzusuchen. Verleiben. Und nicht das Laufen zu verkaufen. Wäre wahrscheinlich ja nicht so schlecht. So, ich bringe euch schon mal dahin, wa? Also, bis gleich. Hihihihi. Selber schuld. Oh. Wartet mal, ich muss hier Orientierung. Ist auch schon ein bisschen frustriert. Na, jetzt kommen sie mir natürlich aus allen Löchern gekrochen. Und ich habe noch nicht mal angefangen. Das scheint auch die Natur nicht zu mögen. So, können wir jetzt weitermachen? Jetzt müssen wir uns bis da hinten hin. Wo ist denn der? Hinter uns. Ja, alle voluminös. Kommt auch noch eine Runde. Stänkern. Wenigstens schon mal gewendet. Ah, du, ich weiß. Ich renne ihm doch schon entgegen und krieg gleich ihn rein jetzt wirbelt. Arsch. Ich wollte da bloß hin. Also, rollen. Ah, nächstes Mal packe ich mir auch ein Motorrad ein. Naja, ich weiß. Ich packe dich hier, dann kann ich mich gleich durchstarten. So, wir kennen den Weg. Anlocken, wegfräsen und sich wohlfühlen. In irgendeine Richtung. Ich weiß noch nicht ganz genau. 500 Schuss. Was war denn dieser? Das? Ich habe das doch ja nicht ausgesucht. Also nicht mal in der Nähe. So, Parcours. Genau mein Ding hier. Wie gesagt, FPS spielt mir ganz schön eine Karten hier. Alter, das ist eine Dia-Show. Das ist von Feinsten. Ich hasse das. Und natürlich habe ich... Uni, hast du was mit Bein? Vor allen Dingen kann ja auch nicht wegrennen oder so. Also mein... Ja, ja, ich weiß. Hast du eine Bandage oder sowas? Achso, Bandage würde mir eher entspringen. Na gut, dann versuche ich das einfach mal hier. Fangen wir von unten nach oben an. Irgendwie muss ich das hinkriegen. Vielleicht finde ich ja noch einen Klebestreifen oder so. Also, das ist nicht spaßig. Bei einer 5er-Quest dann hier in der City und dann hast du hier 3 FPS. Das ist
Guck mal, die haben mitgekriegt. Ja, kommen sie her. Na gut, ach, die alle Waffengewalt. Muss erstmal reichen. Das kannst du kein erklären. Erzählen, meinte ich. Bist du tot? Gehen wir davon aus. Du kannst ja auch nicht rennen oder sonst irgendwas. Das ist ja hier ja nicht möglich jetzt. Weißt du? Jetzt an der Seite? Ja, Siggi. Hallo. Muss ich mich jetzt hier durchfräsen und sobald ich was an der Hand nehme, bist du da bei mir? Das ist nicht fair. Aber jetzt kann ich mir erstmal das hier rein zwirbeln. Lad mal gleich nach. Gut. Hab ich auch noch nie gemacht. Von unten nach oben arbeiten. Kannst du auch mal machen. Kriegen wir schon hin. Dann sollte ich erst unten hingehen, wa? Dass ich das unten fertig habe. Gleich den geilen Scheiß einpacken. Und, wenn wir das überleben, dann ist das gut. Und vielleicht ist ja da irgendwas unten drin, dass ich mir meine Biene, meine Haxen, reparieren kann. Also wird heute eine kleine langsame Folge. Also, wird ja gerne, aber schneller ist nie drin. So, pass auf, und hier unten schaffe ich alles und oben wird mir der Popis aufgerissen. Ich brauche bloß einen Klebestreifen und ein bisschen Stoff. Den können wir wenigstens wieder rennen. Oh, Holz hätten wir schon mal. Ich werde das jetzt auch hier. Gut, schauen wir mal weiter. Vielleicht in der Küche. Ja, ein bisschen rennen kann ich ja. Hallo. In der Küche gibt es doch bestimmt Klebestreifen. Nö, Jammelfleisch. Uiuiui. Oh, Moment mal. Vielleicht hier? Haben wir hier irgendwas drin in dieser Richtung, was ich gebrauchen könnte? Stoff haben wir auch schon mal. Mit Kleber mit bei? Habe ich draußen eine Karre der ist zu weit weg, war der Gyrokopter. Na gut, dass ich die Munition jetzt hierfür herbrauche. Gut, nochmal schnell nachladen überall. Ja, ja, ich weiß, du kannst nicht. Ich kann jetzt auch ja nicht wegrennen, wa? Also alle, was mir jetzt in die Quere kommt, muss ich wegfräsen. Ja, ich weiß. Ja, Droni, mach mal ein bisschen Platz. Ich bin in Bedrängnis. Alter! FPS. Kannst du vergessen, das ist nicht machbar. Danke. Wo denn? Seh nichts. Ach, hier, olle Dingo. Mit Froschgesicht. Oh, Alter. Das ist so kacke, wenn du nie wegrennen kannst. Danke. Boah, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Aber trotzdem, danke. Dann pumpe ich mir gleich die nochmal rein.
Da ist nichts mehr. Oh, da ist ein blauer Sack. Vielleicht ist ja da irgendwas lebensenergiemäßig drin. Ja. Natürlich nicht. Alter, ich habe uns schon tot gesehen. Also hier schon tot. Ey, da, was willst du denn da machen? Da kannst du nur reinhalten. Hey, aber ich kann wenigstens Honig nehmen. Also, das ist mir möglich. Ja, doch noch nicht alle. Da sind ja nur eins hier. Stimmt ja. Wo willst du jetzt hin? Links, rechts, geradeaus? Sind ja noch nicht sicher, wa? Hä? Ist Schreimerdamm, ne? Oder irgendeine da oben. Ist mir aber erstmal Togal. Hau ab! Tut mir sorry, Droni. War nicht so gemeint. Das ist draußen. Ich gehe aber jetzt nie raus. Ich habe keine Lust. Und schon wieder. Bäh. So, warte mal, dann schmeiß ich mir mal kurz was zum Essen hinter. Und ganz, ganz viele trinken. Dass ich meine Lebensenergie wieder füllt. Wenigstens ein bisschen. Warte mal. Da brauche ich ja Vitamine. Was? Wo? Das hat sich auch schon wieder so nah angehört. Oder fangst du jetzt auch an, Droni? Zum Bös zu werden. Erstmal hol ich mir hier unten die Kiste. Alles heute ein bisschen Tai Chi, aber hey. Oh, ich habe ja auch kein Benzin. Gut, ich habe eine Schrotze. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal eine Axt drin. Wo denn? Ich sehe es nicht. Und solange ich nie sehe, ist es nicht da. Was ich nie sehe, existiert nicht. Dabei ist es so einfach. Die bräuchte eigentlich bloß hier. Das ist ja hier noch ein Weg nach seitlich so, ne? Ja, so einfach. Ich glaube, die will das ja nicht. Ah ja. So, dahinter ist auch noch was. Aber das holen wir erst, wenn wir hier ditte alles leer gemacht haben. Er hat 240 Schuss noch. Also extra. Es wird bestimmt reichen bis oben hin. Alles ja, kein Problem. Hier ist der Generator. Ich höre die nicht mehr. Doch, jetzt höre ich sie wieder. Ich schließe aber trotzdem die Tür. Oh, Droni. Pass auf. Ich muss versuchen, uns wieder ein bisschen hinzukriegen. Ein bisschen mehr oder weniger. Warte mal, ich versuche erstmal das hier. Ja, Munition ist schon mal gut. Da, vielleicht. Ach, knapp daneben und doch vorbei. Na, wie hoch ist die Möglichkeit, dass da ein Splint drin ist? Warum habe ich denn jetzt auf einmal jetzt Zirpen bei mir drin? Was haben wir hier? Das ist alles so. Das, was ich jetzt nicht haben möchte. Ja, und wie gesagt, ich muss ja auch noch nach oben, ne? Also, da sind wir noch lange nicht durch. Ein Traum ist das da. Oh. Das haben wir. Jetzt haben wir nach oben zwei Kisten. Ne, das sind zwei Bücherkisten. Geil, wie konnte ich das so vergessen? Naja, jetzt muss er da durch. Kann er hier nicht hier Millimeterarbeit machen. Moment mal. Mir fällt so nebenbei ein. Ich komme ja nicht so hoch, wie ich das geplant habe. Der Treppenflur ist ja kaputt. Kann das sein? Das heißt, muss mir rüberbauen.
So ganz, ganz vorsichtig. Alter, ich bin noch nicht mal oben und mein Inventar ist schon total überfordert. Naja, nur nicht das Inventar, nicht nur das Inventar. Ich muss kicken, vielleicht komme ich dann doch noch an den Gyrokopter ran. Ja, da musst du jetzt durch, Junge. Ich kann jetzt auf dir keine Rücksicht Master, nehmen. we are not alone. Ja, Mann! Erzählt seine Katze. Also hast ja keine. Muss da erstmal oben ran. Ist wieder typisch. Ich habe die ganze Zeit immer dieses Blinz und so mit bei. Aber jetzt in dem Moment, wo ich die brauchen könnte. No. Nope. Warte mal kicken. Vielleicht, wenn ich jetzt am Gyrokopter rankomme, dann. Ah, dick nur ein bisschen Schwein. Der ist hoch wieder hinten. Am Ende ist, in ihr parkt. Ich hoffe, das ist noch nicht zu weit. Oh. Gut, dann kriegt er noch mal ein paar Sachen runter. Unter. Ach nee, so ein Lärm. Bin nie frustelt. So, Leute, es geht weiter. Alter. Da ist jetzt, naja, gut, wenn ich das jetzt da rüber baue, muss ich das auch gleich wieder abbauen, dass die nicht rüber gehüpft kommen. Das ist wieder geil. Ich hoffe, dass ich genauso schnell wieder rüber gesprungen komme. Glaub mal nicht. Kann das ja nicht machen. Uiuiui. Uiuiuiui. Ja, Junge, das hättest du dir vorher überlegen müssen, bevor du hier runtergefallen bist. So, da sind wir, wo wir eigentlich sein sollten und das bis jetzt noch nie geschafft haben. Wo nachgeladen ist. Ich werde jetzt auch nochmal reparieren. Wer jetzt, passt das Schlimmste hinter mir? Warte mal, ich versuche erstmal hier so. Boah! Droni, das kannst du jetzt nicht machen. Ich bin ein bisschen angespannt. Das heißt ein bisschen. Ich bin angespannt bis zum Geht nicht mehr. Weil die sehr, sehr schnell und aggressiv sind. Runterfallen. Naja, gut. War ja auch so geplant. Find's immer nur geil. Nee, nee, vordränge nicht, nee. Warte mal, ich muss mal nachladen. Dankeschön. Du musst auch runter. Du gehst runter, Mädel. Du auch. Hui. Sind jetzt alle unten? Ich guck mal erstmal ja. Oder nehmen wir mal hier runter? Oder alles, oder? Ja. Mach mir das jetzt nicht mehr so schwer. Ich halt jetzt da drin und dann ist alles des Todes. So einfach ist das da. Alter, was ist denn da? Kick doch mal an. Und das sollst du machen mit einem gebrochenen Bein. Schieß ihn einfach in die Haxen. Was nie laufen kann, kann auch nicht mehr töten. Wirklich die Haxen weggeschossen. So, ich würde mal sagen, die sind tot. Tut mir sorry, anders kann ich das nicht machen, weil sonst bin ich des Todes. Und ich versuche trotzdem, Handicap da oben anzukommen und dann zu. Ich hasse it. 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 Mann, 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 Mann. Das kann noch nicht. Was willst du? Dankeschön. Besser wäre, wenn du mir die Beine irgendwie einrenken könntest. Zwei Stunden später.
Gut, da oben können wir jetzt den Nimi abhauen. Wenn wir, ach, wie ich sag, wenn wir sterben, dann sterben wir. Das hat jetzt schon lange genug gedauert. Ja, ist gut. Du kannst nicht, weißt du, bist verletzt. Du musst laufen mit einem gebrochenen Bein. Alles klar, alles gut. Versteh das. Ich bin genau auf deiner Spur. Aber da kann ich jetzt gerade nichts dran ändern. Da müssen wir jetzt durch. Es sei, du findest Klebestreifen. Was ich denn nicht machen kann, weil ich den Stoff ausgepackt habe. Gut, Stoff, glaube ich, würden wir auch so kriegen nochmal. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Vielleicht hier auf dem Klo. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Kein Spiel. Kein Spiel bedeutet auch keine Medizin. Ja, ist gut. Nein. Und nochmal nein. Oh, hier ist nichts. Aber ich kann ja schon mal hier... Ich kann das ja noch nicht mehr abbauen. Doch, mit der Picke kann ich das abbauen. Dauert bloß ein bisschen länger. Holz. Noch mehr Holz. Und zwei Stoff. Ach, ist das... Na? Ist spannend, wa? Ist voll geil. Naja. Ich hab doch gesagt. Ich bin ein Parkour-Gott. Kleber! Ich meinte, Kleber. Das heißt, ich kann mir ins Blind bauen. Das heißt, ich kann auch wieder rennen. Yes! Hier sind wir da im Geschäft. Moni. Gut, ich lasse dir heute mal durchgehen. Wie jetzt? Hab ich? Oh, auf. Kein Problem, warte mal, Stoff kriegen wir zusammen. Yes! Yes, we can. Oh ey. Anstrengend, ich sage es euch. Aber ihr seht ja, was hier los ist. Und das Schlimme ist, wir sind noch nicht mal oben. Eigentlich werde cleverer, sowas nochmal zu machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das bald nochmal passiert. Ich glaube, ich werde das auch tun. Und! Oh, ich weiß nicht, oh, ist das schön. Ich habe zwar immer noch meine Beine gebrochen, aber mein Verstand ist nicht gebrochen. Damit kommen sie nicht klar. Entschuldigung. So, was ich aber vermisse, was eigentlich aber hier sein sollte. Wo ist denn der fucking Tresor? Moment mal. Ich bin mir hundertprozentig sicher, hier müsste eigentlich irgendwo ein Tresor sein. Ich sehe den bloß nicht. Ist das eine Unterschlagung? Ich würde mal sagen, ja. Wir haben uns den Tresor geklaut. Oh nee, jetzt musst du Bella sein lassen. Wo ist denn der Tresor hin? Ist mir jetzt der Film gerissen? Da ist das dann nie. Ich suche jetzt so lange, bis ich den habe. Wenn er nicht da ist, wird das jetzt eine ewige Tour. Das ist Beschiss. Der war bis jetzt immer hier gewesen. Immer. Ist nicht so. Also entweder bilde ich mir das ein oder hier war immer ein Tresor. Scheint wohl nicht der Fall zu sein. Geh nochmal darin, dann bin ich ja immer hier komplett rum. Was soll das? Oh, hier waren wir schon gewesen. Ich behalte das im Auge. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier immer ein Tresor war. Jawohl. Oder wartet in der nächsten? Gut, dann habe ich nur schon gesagt. Könnte auch durchaus möglich sein, dass es in ein komplett anderes Dings ist.
So nicht, Leute. Ich hab da unten gerade Massaker angerichtet. Ich mach euch weg. Ohne Rücksicht. Uff, was ist denn hinter schon wieder los? Irgendwie. Was ist denn hier los? Mit dem Kopf durch die Wand oder was? Nein, 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 nein. Jop. Also irgendwie langsam wird das albern. Gut, jetzt suche ich nochmal hier alle durch und dann mache ich einen kleinen Päuschen. Ey, ich brauche eine Pause. Ihr braucht eine Pause? Wir brauchen alle eine Pause. Vor allem mein Inventar braucht eine Pause von mir. So wie es aussehen tut. Obwohl. Wir haben das ja auch fast, Miller. Das ist doch schon wieder viel zu viel. Oh, wie gesagt, Stoff mitnehmen. Haben wir mit dir gelernt gerade. Könnte wichtig sein. Für eventuelle Fälle. Ja, 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 ja. Also. Ich verstehe. Steh jetzt nie. Ist auch nicht. Wir haben immer noch keinen Tresor. Oder unter brauchen wir ja nicht nachschauen. Da dürfte nichts sein. Genau. Da muss ich ja so oder so lang. Ich muss ja da hoch. Oh, ich bin noch ja nicht durch hier. Infektionstechnischerweise muss ich ja noch eben einnehmen. Oh, jetzt. Sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Geht doch. Geht doch. Also wenn ich jetzt hier hochkomme. Papier, was zeigt denn mit Papier? Was kriegt noch mehr Papiere? Ja, gut, Könnte so, ja. Warte mal. Nochmal eine machen. Wie gesagt. Was ich habe ich, was ich kriege, weiß ich nicht. Das war doch nicht hier. Hm. Dann haben wir jetzt bloß noch den Parcours da, wo wir jetzt so hochspringen müssen. Kann auch nicht. Ich wollte gerade sagen, das kann doch ja nie dazugehören. Hallo. Ja, ich geh's. Schwieß. Ich warte ja. Enger Raum. Alter, zum Glück hält unsere Rüstung eh in zwei Sachen raus. Oh, Alter. Dann zum Schluss kommt er noch. Dankeschön. Danke, danke. Alter, und da seht ihr, wie wichtig so eine Stahlrüstung ist bei mir. Die rettet bei mir Leben. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Gut, das haben wir auch. Das heißt, wir haben jetzt durch, ne? Nee. Oh, ein, zwei Zombies sind hier noch. Sagen wir mal so, wir haben fast durch. Wo habe ich denn jetzt ihn übersehen? War noch fast gründlich. Ich muss noch mal runter. Ich habe irgendwo einen Zombie übersehen. Ich hasse mich. Ging aber eigentlich ja nicht so schlecht, ne? Ich habe gedacht, wir sterben. Jetzt muss ich erstmal den Zombie suchen. Er ist da. Ich habe da eh einen Zombie übersehen. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Die sind doch alle in meine Richtung gerannt. Immer noch nicht?
Ja, wo ist er denn? Muss doch. Ja, ist ja gut, Junge. Ach so, das ist auch hier, wo ich hier runtergehüpft bin oder so. Da ist doch mal einer im Zwischenraum gewesen oder so. Oder so. Also, viele kann nicht mehr sein. Wisst ihr, was ich gedacht habe, was das für Skycrapper-Turm-mäßig ist? Das ist der, wo oben dieser Raum ist hier, wo so viele Zombies und Hunde und all so weiter. Okay. Klingt eigentlich nicht, das sind genauso viele hier gewesen. Aber ich habe gedacht, das ist der andere, aber ich glaube, da habe ich wohl falsch gedacht. Ah ja, warte mal, ich muss hier in den Gang rennen. Krass. Ja, ich weiß. Jetzt aber erstmal hier ein bisschen den Weg freifräsen, dass ich hier rauf. So! Wie konnte ich die übersehen? Ja, er ist auch sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Ich hab die. Hab da nie gesehen. Ja, jetzt, wo ich es geschafft habe, kommst du an, oder was? Du spinnst doch. Lass mir in Ruhe. Geh weg. Du bist hässlich. Sie kann noch nicht mehr starten. Die ist ja hier. Ja, das ist eine grüne Schreierin. Da war die grüne Schreierin. Ich wusste ja nicht, dass es die in grün gibt. Und genau jetzt lade ich nach. Das ist clever. Sollte man immer machen. Ich muss mir erstmal ein bisschen hier Luft beschaffen, dass wir abhauen können. Dann kann ich ja die Quest doch noch abgeben. Ah! warum bleibe ich denn hier stehen? Ich hätte schon lange abhauen können. Gut, dass ich auf meine Flugmöglichkeit schieße. Alles ja, kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Was? Hey, das ist Loot. Was habt ihr erwartet? Dass ich das stehen lasse? Never ever. Ich würde so ja für Loot sterben. Und das habe ich auch schon ein oder zweimal bewiesen. Wartet, ich habe doch noch nie nachgeladen. Also ja nicht. Alter, ist das anstrengend. Und Schicki da hinten in das, ich will nach Hause. So, wir haben unser Ziel erreicht. Ich versuche erstmal eine perfekte Landung hinzulegen. Oder so semi-vernünftig. Dann muss ich tanken und dann machen wir zurück. Nee, also ich will den Gips mit bei haben. Oder erstmal Benzin. Und alle Beete haben wir jetzt in 2 Stücken da. Alter, wehe, das lohnt sich nicht, Mädel. Denn sind wir keine Freunde mehr. Guck mal, wo ist denn hier der Benzin? 600. Also, ja, kein Problem. Es war schon ein bisschen aufregend. Aber los, ein ganz kleines. Wo ist denn der eigentlich? Da. Ich bin natürlich um die Ecke geparkt. Muss nicht jeder sehen, dass ich da bin. So. Mach mal auf die Kasse. Ibims. Dann machen wir morgen bei Bobbe, wa? Ich würde mal sagen, Bobbe. Aber man sieht so, ja, mit einer gebrochenen Haxe kommt man ans Ziel. Ich gehe nach Hause. Die bescheißt. Das war eine 5er Quest. Ich krieg hier grüne Zeug. Was ist denn das da? Tut mir sorry, dass ihr jetzt leiden musstet. Aber das, was, wo? Beschwert euch bei Jen. Na gut, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, denkt daran, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Abonniert den Kanal. So, meint YouTube, ja, der ist interessant. Das schicken wir noch andere Leute oder so. Ja. Also, bis denn. Ich bin raus. Tschüss.